Leute, ich habe schon wieder extrem viele neue Informationen für euch. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch vorhin den Trailer schon gesehen habt, der auf jeden Fall Team Deathmatch bestätigt, die neue Waffe und so weiter und so fort. Ich habe heute folgende Informationen für euch. Ranked-Änderungen, die wir alle extrem feiern werden. Ich habe die Map-Rotation, Infos zu Team Deathmatch, Limited-Time-Modus-Playliste, kommt, Sturmgewehr, Nerfs und so weiter und so fort. Es ist eine Menge Stuff, über den wir hier jetzt reden werden, den ihr extrem feiert und Season 16 oder Kapitel 2 oder was auch immer. Es wird mega und es wird eine Menge neue Spieler mit sich bringen und es wird ein neuer Modus dazu kommen, der es einsteigerfreundlicher macht für neue Spieler oder uns, wenn wir mal alleine vielleicht die Map erkunden wollen und so weiter mit Bots und so weiter. Ich werde gleich drauf eingehen, bevor ich euch den ganzen geilen Scheiß mitteile. Ein Shoutout in eigener Sache nach langem mal wieder. Ich weiß, dass über 50% mittlerweile von euch regelmäßig einschalten, sich völlig kostenlos, natürlich selbstverständlich, meinen Apex Legends Stuff reinziehen. Was ich mir von euch wünschen würde: abonniert meinen Kanal, das habt ihr bis jetzt nicht gemacht. Ich würde mich mega drüber freuen und wir würden hier locker, wenn jetzt hier jeder mitzieht, über 16.000 Abonnenten auf YouTube schaffen müssen. Deswegen bin ich gespannt, wer meinem Shoutout folgt. Es wäre geil, es ist wie gesagt völlig kostenlos und ich versorge euch selbstverständlich gerne weiterhin mit den geilsten Apex Legends Stuff und vor allen Dingen pusht es meinen Algorithmus, um noch mehr Leute wie euch zu erreichen. So, das war es jetzt in eigener Sache. Ich muss vorher noch eins klarstellen, was ich gestern versehentlich erzählt hatte, was nicht ganz gepasst hat. Und zwar geht es um die Support-Legenden. Da muss ich nochmal klarstellen, wir können als Extra-Perk natürlich den Respawn-Beacon, also nicht den Beacon, den Banner, können wir craften. Und wenn wir den gecraftet haben, müssen wir natürlich noch zu einem Respawn-Beacon laufen und dann unseren Teammate holen. Das sollte klar sein. Und ich habe eine kleine Verwechslung in Sachen Support Kontrolllegenden gehabt, denn die können nur den Mast scannen, der die nächste Zone zeigt. Dieser Perk, der dann auch noch diese Zonen zeigt, beziehungsweise die Gegner, die sich irgendwo quer über die Map verteilen, wo die genau sind, das bleibt den Legenden vorbehalten, die dann tatsächlich Krypto, Blatter und Vantage und Seer wären, quasi die aufklärenden Legenden. Die haben dann quasi den Effekt, dass sie kurzzeitig die Gegner auf der Map sehen, wie vom Krypto-Spot auf Kings Canyon. Weiter im Text, jetzt wird es echt mega, mega verrückt. Zum einen kommt die Longbow und die Volt SMG, sorry für den Verquatscher, in den Crafter. Also kommt die K und die G7 wieder raus. Dann haben wir den nächsten heißen Scheiß. Team Deathmatch 6 vs 6. Das Team, was die ersten 30 Kills macht, gewinnt. Sollte soweit klar sein. Beziehungsweise 30 Kills, vielleicht sind es auch 30 Kill pro Charakter. Wenn du als Charakter zum ersten, als erster 30 Kills machst, das würde ich eher sagen. Ansonsten geht das nämlich relativ schnell. Es sind anfänglich tatsächlich nur drei Maps, und zwar Skulltown, Party Crasher und Habitat. 3 Wochen lang werden wir jetzt Team Deathmatch zocken können. Und danach geht Team Deathmatch in die Limited Time Modus Playliste über, wo sich drei verschiedene Modi vorerst tummeln werden. Und zwar ist es einmal Team Deathmatch, Gunrun und Kontrolle. Diese beiden Modis werden wir vorerst in einer Rotation, ich glaube sogar stündlich, zocken können. Es werden auch mehr Maps dazukommen. Ich habe vor kurzem über Titanfall Maps gesprochen, die in den Gamefalls nach wie vor zu finden sind. Also können wir da weiter hoffen, dass alle Titanfall-Fans über kurz oder lang auf ihre Kosten kommen. Und ich bin mir auch sicher, dass über kurz oder lang mehr Limited-Time-Modi hinzugefügt werden. Das vorerst zum Start von Season 16. Ihr wisst Bescheid. Weiter im Text. Moment, wo war ich jetzt? Da habe ich schon. Das habe ich. Sorry, ein bisschen verwirrend. Assault Rifles bekommen einen Nerf. Speziell erstmal die 301 bekommt einen Grundschaden-Nerf von 14 auf 13 und alle Assault Rifles bekommen einen Nerf auf die Genauigkeit des Hipfires. Heißt,
Im Nahkampf ist es nicht mehr so einfach, Gegner aus der Hüfte zu treffen. Was ich ehrlich gesagt eine ganz gute Sache finde, weil das viel zu einfach ist. Die Firing Range bekommt ein Makeover, optisch noch nicht, aber wir können endlich unendlich Munition feiern. Wir müssen nicht ständig Munition aufheben und wir können endlich die Bots aktivieren. Wir können die bewegen lassen, Schildstärke einstellen, die können strafen, crouchen und so weiter und so fort. Und jetzt können wir auf der Firing Range endlich vernünftig trainieren. Und über die nächsten Seasons wird die Firing Range weiter geupdatet. Sprich, ein Leak, den ich vor kurzem rausgehauen habe, hat Respawn sogar selber auf der EA-Seite gezeigt. Wir bekommen auch noch Gebäude und so weiter und so fort. Und es wird auch Statistiken für die Firing Range geben. Dann kommt natürlich die Hemlock ins Care Package, das ist auch kein Geheimnis mehr. Und raus kommt die Rampage, auch kein Geheimnis mehr. Jetzt kommen wir zur Map-Rotation und jetzt haltet euch fest und den Ranked-Änderungen. Passt auf, es wird einfach nur mega sexy. Broken Moon, Stormpoint und World's Edge sind die drei Maps, die wir in Season 16 spielen können. Leider nur diese drei Maps. Kings Canyon werde ich schwer vermissen. Achtung, das sind auch die drei Ranked Maps. Wir werden eine Map-Rotation in Ranked haben. Alle 24 fucking Stunden. Nicht mehr einen ganzen Scheiß-Split lang eine Map, die wir nicht mehr leiden können, wie zum Beispiel Stormpoint. Das heißt, wenn du keinen Bock auf Stormpoint hast, spielst halt mal einen Tag Ranked nicht. Dann kommt World's Edge, da freust du dich wieder. Dann kommt Broken Moon, da hast du vielleicht auch nicht so Bock drauf, aber mehr als auf Stormpoint. Und das ist doch eine absolut geile Sache. Leute, noch mehr habe ich aktuell nicht zu sagen. Ich kann euch schon mal sagen, dass es Mittwoch noch ein zusätzliches Video geben wird. Und auf Freitag gibt es garantiert noch mal... Moment, Mirage. Hätte ich ja fast vergessen. Battle Royale für Einsteiger. Einsteigerfreundlich. Wir werden eine Battle Royale Map starten können. Als Einsteiger zum Beispiel. Wir können gegen Bots spielen. Alleine. Wir können jetzt sagen, ich starte Solo und spiele den ganzen Spaß gegen Bots, um einfach die Map als Anfänger durchzustarten. Ich gehe natürlich davon aus, dass jeder, der schon lange dabei ist, das auch starten kann. Das wird also eine richtig geile Sache. Ihr könnt aber auch zu dritt starten oder zu zweit. Und Mirage kommt, bekommt ebenfalls noch einen Buff, wenn ihr ein Teammate unsichtbar revive, wenn ich das richtig verstehe, ist, nachdem der Revive stattgefunden hat, unser Teammate dann noch einen kurzen Moment unsichtbar und wird nicht gleich wieder runtergeschossen. Das war's von mir. Folgt meinem Aufruf, diesen Kanal noch ein paar Daumen nach oben und Abos dazulassen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.